Einen wunderschönen guten Abend da draußen, meine Lieben. Hallöchen, hoch die Hände, Wochenende, endlich ist es wieder soweit. Die Bekloppten vom Community-Projekt Stoßtrupp wagen sich heute in die Berge. Während ich mir eine Zigarette anzünde und vorher noch einen Schluck Kaffee nehme, Moment, will ich natürlich von euch wissen, wie war eure Woche? Und begrüße euch natürlich erstmal alle nacheinander. Sire, wir können uns endlich mehr Käsetoast leisten. Aber erst nachdem ich noch ein Twitch-Baby mit Dark Loipe bekommen habe. Wie soll es heißen? Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Und herzlichen Dank für 12 Monate Dark Loipe. So, machen wir es mit dem Rauch nicht nachher sowieso schädlich und teuer. So, diesmal fange ich einfach ganz oben an. Sire, wir können uns endlich mehr Käsetoast leisten. Okay, ich komme mal runter. Die Lelania haut noch den 11. Monat raus. Ein Monat und das Jahr ist voll. Dankeschön, Lelania. Vielen, vielen lieben Dank. Hype Train nähert sich, what? Okay, läuft, würde ich sagen. Nicht mal 10 Minuten online und dann schon sowas. Okay, Castlevania. Ja, ich hab's gelesen, mein Lieber. Auch auf Discord habt ihr auch schon da geantwortet. Und von Scare kommen jetzt auch noch zusätzlich die Grüße. Ich sag doch echt, die Welt ist ein Dorf. Der lange Basti und Scare. Ja, Basti, der sich nicht mehr zurückgemeldet hat bei meinen Eltern und bei mir, weil Basti und wir hatten uns eine Zeit lang regelmäßig getroffen, sind auch zusammen feiern gegangen und ganz urplötzlich war Basti weg. Wir haben uns echt schon Sorgen gemacht. Ich habe schon seine Cousine angeschrieben über Facebook. Die Steuern sind ein bisschen niedrig, mein Lord. Loipe rastet jetzt richtig aus. Unterstrich Loipe cheert. X100. Vielen lieben Dank, Loipe. So, dann Merandriel, die, wie ihr seht, mittlerweile auch Moderatorin geworden ist. Ihre bessere oder schlechtere Hälfte, El Spirelli, Spiranza, wie auch immer, Basti, ist ebenfalls Moderator geworden. Ist vor allem immer sehr praktisch, wenn die meisten Moderatoren bei solchen Community-Projekten wie hier heute mitspielen. Da haben sich Mera und Basti dazu bereit erklärt. Herzlich willkommen in der bescheuerten Truppe hier. Jetzt auch nochmal öffentlich mit den Zuschauern und so. So, genau, also Castlevania und Kessel, hau mal bitte gerne an Basti eine Kritik raus, dass der sich auch gerne mal zurückmelden kann, wenn man ihn schon versucht anzurufen und zu schreiben. Wäre ganz nett. Wäre sehr freundlich. Ich glaube, meine Eltern würden sich sehr drüber freuen. So, Michi hat natürlich auch schon geschrieben. Michi sitzt auch schon im Discord. Mit dem habe ich gerade schon gequatscht. Mit dem Kai ebenso, mit dem Senpai. Der ist auch wieder dabei. Dann Gaffer Gandalf, der muss sich heute entschuldigen. Ihr seht heute ein bisschen doppelt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es auf Alkohol oder auf Krankheit zu schließen ist. Ich hoffe auf Alkohol und nicht auf Krankheit. Und wird dann heute lediglich im Chat anwesend sein, wenn überhaupt, obwohl er von mir eigentlich frei bekommen hat, so an sich. Und von Fenrir dann bestimmt auch. So, Pombeer grüßt dich auch. Mira hatte ich schon begrüßt. Dann nochmal Pombeer, noch mehr Pombeer. Ja, genau, Chaosium klingt wirklich genau wie Korn früher geklungen hat. Wo ich den Song das erste Mal gehört hatte, dachte ich echt, das ist Korn. Bin jung und dachte mir so, wie konnte der Song an mir vorbeigehen? Guck auf YouTube, guck mir das Video an und sehe, das ist nicht Korn. Das ist Chaosium. Richtig geile Band. Habe ich einige Songs jetzt hier in der Playlist drin. So, Senpai hat auch noch geschrieben. Genau. Leilandia, genau. Hat er auch schon begrüßt. Decker, Mahlzeit. Decker wird ein bisschen später dazustoßen, wenn er nicht gerade schon im Voice-Channel sitzt. Jetzt gucke ich nur, ob ich jemanden überlesen habe. Noch nicht. Nö, Alkohol ist es nicht. Eieieiei. Okay, Gaffa, dann gute Besserung auf jeden Fall. Wie gesagt, von meiner Seite her bist du heute befreit. Also, wenn du dann doch dich lieber hinlegen möchtest oder so. Die Steuern sind ein bisschen niedrig, mein Lord. Und Loipe haut noch unterstrich Loipe cheert. X1. Lelania will das Essen auftischen. Ist aber in 2-3 Minuten erst wieder da. Also muss er jetzt wahrscheinlich erst noch die Spanferkel vom Grill holen oder so. Muss ja die letzten Wochen, ein paar Wochen nicht da war. Ja, okay. Aber musst dich dafür bezahlen, dass du nicht da gewesen bist. Aber vielen lieben Dank auf jeden Fall, mein Lieber. Wo warst du denn wieder? Warst du irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs und bist wieder mit dem Zug gefahren und alles? Oder wieder wäre da was? Ah ne, du bist wieder umgezogen, ne? Da war doch was. Danke für Sperren der Bots, Mira. Hey, schau euch jetzt beim Grillen zu. Look. Wie grillen? Moment. Wer hat das Fleisch mitgekauft? Nee, Lucy will meinen VR sie selber am Grillen. Und Look dabei. Vielen lieben Dank fürs Looken, Lucy. Aber eigentlich dachte ich, du spielst heute mit. Vorher abmelden, bitte. Wie gesagt, einfach vorher Bescheid sein, dass du nicht kannst, damit wir halt nicht so viel Essen machen müssen für alle Leute. Schreit aus dem Hintergrund nicht ganz, aber fast. Okay. Hab ich doch. Hast du?
Moment. Hast du? Ich bring so viel durcheinander momentan. Ei, stimmt, hast du? Stimmt, Entschuldigung. Entschuldigung, ich hab's da sogar reingeschrieben. Alles klar, bist entschuldigt. Schwiegermonster, genau. Stimmt. Voll verpeilt. Voll verpeilt. Ich bin so durch. Meine erste Woche war irgendwie so schlafarm. Ich hab mir was im Rücken wieder eingeklemmt und einen Nerv oder so. Bin heute auch schon wieder eigentlich nur auf Koffein und Schmerztabletten unterwegs. Hab auch was gegessen, natürlich. Aber trotzdem, schwierig. Ich werde nach dem Stream so gut schlafen. Muss Strafe fürs nächste Erscheinen zahlen. Nicht-Erscheinen zahlen, das ist okay. Gut, dann haben wir doch alle begrüßt, würde ich sagen. Hüpfen wir mal runter zu den Karoten. Sind immer noch nur drei. Warte ich jetzt mal kurz absichtlich, damit Michi die Zeit hat, seine Tonspuren zu ändern, bevor er mich wieder doppelt hört. Den Schmerz kenne ich. Gute Besserung, Robin. Danke, danke. Danke, junge Leute. Junge Leute, sagte ich, während ich Gandalf las. Egal. Ja, immer abgeschoben, ne? Aber gut. Hallo. Na gute. Ich finde das witzig. Discord sagt mir ständig, mein Mikrofon wäre nicht angeschlossen. Aber ihr hört mich ja offensichtlich. Was sagst du? Ja, ja. Schnauzegeil. So, jetzt muss ich für mich auch mal die Musik ein bisschen leiser machen. Ich denke, Spielmusik und normale Musik sind gleich laut. War das ein bisschen schlecht? Muss ich die Spielmusik noch mal ein bisschen leiser machen? Aua, aua, aua. Baum, aua, aua, aua. Ich warte anders. Ich warte so. So. Genau, sonst irritiert das die Zuschauer bestimmt. Dann werde ich mich erstmal einloggen. Ich glaube, ich habe sogar noch versehentlich die Harpune im Inventar durch meine Offscreen-Aktion da. Das habe ich letzte Woche auch gemacht, Michi. Habe hier den halben Wald abgeholzt, habe das alles klein gemacht und bin dann offline gegangen. War mir klar. Da lag das ganze Gekrösel noch hier. Und Fenri hat dann irgendwann im Chat geschrieben, ich habe mal den Krempel von Kai eingesammelt. Dachte mir, prima, läuft. Alles richtig gemacht. Ja, Mann. Oh, was gibt's heute? Heute gibt's Spare Ribs. Wow. Und jetzt holst du noch und mit Mais und jetzt holst du noch den Rest, weil sie hat nur zwei Hände. Janette geht richtig auf in ihrer Rolle. Schön. So, hier habe ich euch auch mal ein Spiel zu sehen, wa? So. Na? Ah, jetzt seht ihr auch was. Es war dunkel, aber ihr seht was. Ja? Gut? Okay. Die anderen hören mich noch, ja? Jo. Ja, okay. Na klar. Bin dazu halt so irritiert, weil mir Discord ständig hatte, ich hätte kein Mikrofon angeschlossen. Finde ich gut. Ja. Was sagst du? Okay. Was ist? Bam, 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 bam. Amtshandlung Nummer 1, schlafen gehen. falsch abgebogen. Da will er einfach schlafen gehen. Holle, holle. Wieso hab ich denn keinen Hammer einstecken? Wer hat meinen Hammer? Ach, da. Okay, Disconnect, auch gut. Disconnect? Oh. Ja, es hat heute auch schon mal ein bisschen geleckt vorhin beim Baumfällen. Okay. Dann können wir schlafen gehen, wenn er disconnected ist. Ich ja, dann sagt, wenn ihr fertig seid, dann bin ich wieder drauf. Und Bubu machen. Gubato TV, danke für deinen Follow. Warum war der Alert jetzt so leise? Jetzt brauchen wir nicht mehr schlafen gehen, ist wieder Tag. Ach, na toll. Na toll. Und ich geh raus aus meinem Zimmer. Was leuchtet denn das hier so grün? Schaut das hier aus wie ein Wohnklo oder was? Das ist deine Lampe. Hm. Ich hab da keine Lampe. Dark Leupel sitzt gerade in Graz im Irish Pub. Du bist beneidenswert, Alter. Der hat einen Leben. Der Mann. Schaut auch mal in Stream rein. Ja, Kubato, ich wusste schon, dass du es bist. Ist ja fast der gleiche Name. Habt ihr auch schon auf die Kommentare geantwortet, eben noch, vorm Stream? Falls du da mal nachlesen möchtest. Jetzt ist mir die Musik wieder viel zu leise. Was ist denn da los heute?
Ganz schlecht vorbereitet, ganz schlecht. Nee, ich dachte eigentlich, ich bin gut vorbereitet, weil ich gestern mal den Ton angepasst hatte, aber anscheinend nicht richtig. So, ich hab sogar dann gedacht, fast alles durchzureparieren. Ich bin ja fast von mir selbst überrascht, aber eben nur fast. Also, bevor ich einen Baum auf den Kopf kriege, werde ich mal was essen, ne? Ah, hier in den ganzen Kisten ist das Holz drin. Und wieder so einer, der die Baumstümpfe stehen lässt. Wer sagt denn das? Stimmt, was babbelst du denn? Wir sind doch gerade dabei, die Baumstümpfe wegzumachen. Ey, du alle Flehfurt, ja? Akubat hat auch einen Mittagsschlaf. Ich meine, ich musste auch mal ein Nickerchen jetzt vorm Stream machen, weil es mir echt nicht gut ging. Warum lag jetzt hier Eisenschrott? Weil ich... Kann sein, dass es mir das nicht angezeigt hatte, aber ich hatte gestern einen Sumpf-Raid mit nur diesen bringenden Wackelpetern. Oh. Okay, cool. Da war es echt ein bisschen nervig mit dem ganzen Wald hier. Ja. Ja, kann ich schon mal ein bisschen die Zuschauer spoilern. Ich habe schon eine Silberader gefunden, aber halt noch nicht abgefarmt. Ich dachte mir, das machen wir dann im Stream, sobald alle da sind. Hilfe, aua, aua, aua. Entschuldigung, wollte ich dazwischen quatschen. Alles gut. Ach, Benpai, du hast noch irgendwo eine Eisenrüstung liegen, die müssen wir dir dann noch geben. Ja, ich mag keine Eisenrüstung. Okay, gehst du so ins Gebirge? Naja. Alles klar. Hast du ja schon gefehlt beim letzten Mal, Senpai, weil wir hatten 3 Knochenwänze gleichzeitig beschworen. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du alleine schon 2 davon erledigst. Ein Wurzeli war da. Ja, und ein Wurzeli, okay. Au! Nee, doch kein Au. Es leckt aber so hart, dass ich nicht mehr Baumschaden bekomme, was? Aber ich glaube, der eigentliche Endboss war Fenrir. Der war ein bisschen sauer, ja. Ja, 200er Puls hat er gehabt. Das lag aber hauptsächlich daran, dass er absolut besoffen war, hat er im Nachhinein ihn noch geschrieben. Ach so, okay. Ja, hat er mir dann auch gestanden, weil ich habe mir dann nochmal sein VOT angeschaut, im Sinne von, so wie wir den beschworen haben, nur deswegen ist er gestorben. Er stand 2 Minuten hinter beiden Wänsten rum, hat keinen Trank genommen und wurde dann totgeschlagen. Ja, 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 genau. Ja, genau. Aber das ich mir war auch schuld, ja, ja, weil ich die Entscheidung getroffen habe, beschwör noch einen, ja, ja. Sie hat mich verpfiffen. Das war Michi, ich hab's genau gesehen. Ja, halt, Fenrir, ne? Absolut gar kein Movement, der Typ. Warum ist er schon Steine da? In der Holzkiste. Ja, gut, dann kannst du doch weitermachen. Du musst erst recht weitermachen, wenn er da ist. Also. Bewegungslegastheniker. Sagt der Richtige, also. Was denn? Boah, sag mal, was ist denn los, Janet? Heute drückst du ja richtig auf die Tube hier. Jetzt gibt's noch selbstgemachte Brötchen dazu. Was noch? Noch Ribeye Steaks dazu? Bauchspeck? Boah! Alter! Homer Simpson würde jetzt machen. Was spielst du da? Barbecue Simulator oder? Nee, Janet schreibt immer in den Chat, was er für alle zu essen vorbereitet hat. Ja, nicht erzählen. Vorbeibringen. Ach, siehst du, ich depp, ich hätte mir den Gürtel ausrüsten sollen. Wäre vielleicht cleverer gewesen beim Holztragen, ne? Behauptest du jetzt bloß so? Was mich mal so interessiert, lieber Herr von und zu Profi-Walheim-Spieler, Ideenschmiede-Erfinder und so. Wenn ich den Gürtel anziehe, steht immer da, ich fühle mich stärker. Mache ich dann auch mehr Schaden? Nein. Ich würde mal sagen, nee. Hab meinen nächsten Disconnect gehabt. Okay, starten den Rechner neu. Der ist erst vor ein paar Stunden neu gestartet. Machen wir vielleicht einfach trotzdem. Manchmal ist er beim Hochfahren doch irgendwelche Registrierungsprobleme und so. Obwohl, ne, ich sehe gerade den Baumstamm hier über die Dingens gleiten. Er ist nicht gerollt, nee, er ist glitten. Seit Senpai weg ist, geht's bei mir wieder besser. Okay. Habe ich keine Lecks mehr. Mach mal einen Ping-Test, Senpai. Vielleicht ist die Verbindung wieder scheiße. Nee, ich hab alles vorhin auch. Ich bin auch einmal bei Urso rausgeflogen. Hab ich auch schon getestet. Aber ich hab alles 100% voll. Okay. Castlevania schrieb mir eben noch Küsschen auf Nüsschen vom TomTom. Was? Der sagt, lebt noch? Witzig, der Castlevania kennt Freunde aus meiner Jugend.
die ich schon ewig nicht mehr gesehen und gehört habe. Lord Wenix, grüß dich mal lieber. So, Holz haben wir dann auf jeden Fall wieder genug. Meinst du? Naja, bis wir wieder so anfangen, grobe Sachen zu bauen. Auch nur wieder anfangen, zwei Fußböden irgendwo reinzuziehen, ist das ganze Holz auch wieder weg. Ja gut, du als mit deinem kleinen Lego-Fetisch, das ist mir klar. Ja, aber nix, wir sind schon fleißig am Suchten, wollen jetzt hier schon mal den Wald erstmal abholzen, damit wir wieder Bauholz haben. Und bis dahin müssten ja dann die anderen langsam aber sicher die anderen eingetrudelt sein. Also von denen, die heute noch dabei sind. Sind ja einige abgemeldet für heute. Aber Fenrir kommt, oder? Ja, Fenrir kommt. Nur ein bisschen später wieder mal. Ah, okay. Decker kommt auch noch, aber halt auch ein bisschen später. Er ist zwar schon online, aber ich denke mal, er wird jetzt gerade erstmal noch essen, duschen und so, weil frisch von der Arbeit gekommen. Ne? Oh Mann. Okay, direkt neben mir ist gerade ein umgefallener Baumstamm erschienen. So spontan oder was? Ja, spontan Explosion, ja, oder so ähnlich in dem Dreh. Heute gibt's ein Barbecue, schreibt die Janette. Eieieiei. Achso, nachträglich zu meiner Tag für uns, Labert. Auf jeden Fall danke dir. Kannst gerne mal zum Trinken nach Lu kommen, schreibt Käste Wender. Dann komme ich ja nie wieder nach Hause. Man hat sich ja auch so viel zu erzählen, wenn man sich so lange nicht gesehen hat. Sitzt du gerade in Lu oder was? Sitzt du bei den ganzen Kumpanen und ihr guckt beim Stream oder wie oder wer oder was oder wo? Weil ich hab mich schon gewundert, was da heute für haufenweise Follower reingekommen sind. Während ich noch nicht mal live war. Okay, wer das haufenweise? 4-5 Stück auf einen Schlag wieder, so rum. Ein halber Haufen. Ach, Birken wurden auch gepflanzt hier für Edelholz, sehr gut. Da hab ich hier schon einige weggehaut eigentlich. Oh, na, hier stehen noch einige. Oder sie sind bei mir noch da, wo sie halt schon weg sind, keine Ahnung. Boah, Leck des Todes. Ich hoffe, das hört auf zu lecken, sobald wir die Bäume hier weg haben. Ja, das könnte natürlich durchaus sein, dass da... Das ist ja auch wieder Eingreifen vom Spieler, wa? Wie mit dem Terraforming eine Zeit lang war. Ach, Barbecue hat's gestern tatsächlich für deinen Papa gegeben. Ah. Hatte der Geburtstag? Nee, Hunger. Ja, selbsterklärend. Sag mal, seht ihr das jetzt erst oder ist das erst neulich hinzugekommen mit dem Update, die Woche mit dem Mini-Update, dass wenn man eine Kiste öffnet, dass dann unten links so eine kleine Bedienungsanleitung steht? Keine Ahnung, habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe es jetzt eben nur gerade zufällig gesehen, vorher nie aufgefallen. Ist aber cool. Also wenn es jetzt erst hinzugekommen ist, dann werden wahrscheinlich viele Valheim-Spieler, die das Spiel zur Seite gelegt haben, jetzt anfangen zu sagen, boah, hätte ich das mal früher gewusst. Lass mal wieder spielen. Ich bin ja mal gespannt. Die haben jetzt schon wieder einige Spoiler gebracht auf ihre oder auf Steam. Mhm. Ja, es gibt neue Pilze. Ja, und ja. Irgendwie so eine Art Kraut. Das sah aus wie Lavendel so ein bisschen, wenn es blüht. Ja, soll aber alles Pilze darstellen. Ja, ja, das eine ist Pilze, das andere weiß ich gar nicht, was das sein soll. Na, auf jeden Fall gibt es noch eine neue Werkbank, weil du mit Mistlands wohl neue Gegenstände herstellen kannst. Mhm. Neues Metall gibt es, glaube ich, in den Mistlands. Deswegen schätze ich mal, gibt es eine neue. Denke ich mal auch, dass das eine neue Werkbank da ist, ja. Das war ja dann schon für das Schwarzmetall, gab es ja dann auch schon im Endeffekt eine neue Schmelze. Mhm. Ja, den Hochofen, ne? Genau, und dafür gab es ja dann eigentlich noch in dem Sinn ja keine Rüstung. Vielleicht ist das dann was, wo man machen kann. Möglich, ja. Hau rein, Kessewener. Lieben Gruß an die ganzen Chaoten da. Und viel Spaß damit mit dem VOD. Oder alternativ einfach nächste / übernächste Woche auf YouTube. Na, 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 na.
Also an sich haben wir nichts davon, wenn im VOD nachträglich geschaut wird, außer dass ihr auf dem Stand der Dinge seid. Es ist viel effektiver für mich, wenn ihr auf YouTube nachträglich guckt. In angenehm langen Folgen. Boah, wie soll ich denn so viel Schrott einstecken? Ja, vielleicht weil du ein alter, verzauseter Kerl bist? Ach, Mann, wenn ich doch Fragen stelle, wenn ich sage, dass ich eine Antwort haben will, dann sage ich das schon. Ach so. Das ist dein einnehmendes Wesen. Was sie jetzt? Hast du dir heute das Stäbchen zu tief in die Nase rein? Nein. Ach, in die Nase kommt das. Ach so. Ja. Ja, Kubato, habe ich dich vielleicht eventuell ein bisschen angesteckt mit den ganzen Spielen? Wo kommen denn Bronzenägel rein? Bestenfalls in die Bootskiste. Boot? Boot ist nicht ach, da, wo es nach oben geht zur Taverne, sondern da hinten auf der anderen Seite. Schaps. So, Lederreste können ja weg. Momentan habe ich jetzt eigentlich, je mehr Bäume wir wegmachen, umso angenehmer wird es jetzt wieder, ne? Weniger Lecks. War auch so meine Vermutung. Hatten wir ja schon mal eine Zeit lang, ne? Sire, wir können uns endlich bei Käse ja, hier standen vorher Bäume, aber da war ja auch noch nicht unsere relativ große Burg. Decker, mein Lieber. Herzlichen Glückwunsch zu unserem Twitch-Baby. Ich hoffe, es ist kein Arschloch. So wie die Väter. Und vielen lieben Dank fürs Abo. Achso, Kessel Vane hat das vorher alles schon gezockt und ist dadurch auf meinen Kanal gestoßen. Ah. Ey! Ist wieder kein PvP das. An. Achso, ja, stimmt. Guter Hinweis. Genau, der Robin hat kein PvP an. Jetzt hat's aufgehört zu laggen. Senpai, bist du im Spiel drin, ne? Ja, ja. Okay. Ach stimmt, auf der Minikarte sehe ich es ja auch. Trotzdem leckst, das ist doch schon mal ein nicht mehr, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Können wir mal hoffen, dass er deswegen jetzt auch keinen Disconnect mehr hat, weil es jetzt stabiler läuft hier, wie weniger Bäume da sind. Da kommt Federn rein. Mensch. Ne, ich hatte mal jetzt Valheim über Steam gestartet. Ah, okay. Ja, Janet, ist auf jeden Fall gelungen. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal. Nee, ich hab wieder Disconnect. Okay. Das war den einen Tag schon mal so komisch. Das war noch bevor wir den Server hatten. Da konnte Decker gar nicht joinen. Eigenartigerweise. Ja, ansonsten starte ich den Server gleich nochmal manuell neu, obwohl er eigentlich um 17 Uhr schon einen Neustart hatte. Einen automatischen. Also ich habe überhaupt keine Probleme. Wie ist bei dir, Kai? Null, nix, gar nichts. Bei mir ist auch easy peasy. Alles tat, lag Leute. Dann viel Spaß bei deiner Kneipentour weiterhin. Und übertreib's nicht. Wo war nochmal Flyer? Na, dann probier mal doch einen Neustart, Senpai. Jojo. Dann bis gleich. Jo! Sind wir eigentlich schon online? Nee. Müsste aber gleich seinen Timer starten, wa? Ach, im nächsten Lokal nur noch ein Bier? Okay. Noch den Schnaps. Eine Kneipentour. Nee, er meinte, muss nur ein Bier und dann ist der Abend vorbei, hat er geschrieben. Dann muss er morgen wahrscheinlich wieder früh raus. Oder er ist seit gestern noch unterwegs. Oder so. Vergessen, wo er wohnt.
Ich würde erklären, warum er in Graz ist. Ach nee, Quatsch. Da kommt er ja her ursprünglich. Domino Day! Juhu! Naja doch, also beim Bäumefällen so an sich ist es noch ein bisschen Zeit verzögert. Ja, das sehe ich aber auch. Ja. Oh, hauer weg hier. Sind das alles Ausreden, dass die so lang brauchen? Ich meine, bei Kai weiß ich ja, dass er langsam ist. Das sieht man jeden Mittwoch in seinem Stream. Du musst mal ganz gefährlich dein Maul halten. Ah, um 4:30 Uhr morgens fährt der Dark Loipe nach Wels. Eieiei. Was denn sowas? Schon mal was vom Wochenende gehört? Sag mal, war Dark Loipe nicht der, der die Gummibärchen in 20-Kilo-Eimern kauft? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Irgendeiner war doch bei, als wir Satisfactory gespielt haben, war doch immer am Futtern und meinte, er hat hier noch kiloweise das Zeug einstecken. Das ist so lange her, ich hab die Zeit verdrängt mit Satisfactory. Ach komm. Ich meine, klar, ich hab dich da kennen und lieben gelernt, aber auch hassen gelernt. Okay, der Kleine schreibt gerade 2-Kilo-Eimer, ja, okay, dann weiß er. Ja. Aufpasse, jetzt sind zwei Hesse anwesend, ne? Was war das auch Dark Loipe, der nur ein Glas hatte? Ja, genau. Das war auf jeden Fall Dark Loipe mit dem einen Glas. Ja, genau, okay. So, was hast du gesagt? Jetzt sind zwei Hessen anwesend oder was? Ja, Aufpasse. Also, Aufpasse. Du bist die Hälfte der Zeit nicht da. Da bist du doch im Reconnect die Hälfte der Zeit. Ist nicht so gefährlich, der Hesse. Wart ab. Yeah, ja, ich sag's mal so, ich hatte eine lange Leitung, also ist er Hesse. Hat er nicht gesagt, nein! Aber ich glaube, du musst es ihnen nochmal erklären, es kam noch keine Reaktion. Wenn in 5 Minuten ein Hä kommt, dann ist es auf deine Äußerung bezogen. Hä? Genau. Zeig noch die Feder im Inventar lassen müsst. Feder. Ja, der Vorteil ist, wir kriegen ein bisschen Harz und Federn. Ja. Aber so an sich ist es echt wenig Harz. Es war früher mehr, hatte ich das Gefühl, dass der pro Baum eigentlich schon, also pro Buche, sage ich jetzt mal speziell, mindestens ein Harz rausgezogen, ne? Was meinst du denn mit Bedienungsanleitung? Wenn ich aufmache, hier unten Maus 1, Maus 3, bewegen, tralala, oder was meinst du? Genau. Ja, das gibt's schon lange. Okay. Haben sie, glaube ich, bloß umgesetzt dann, oder? Ah, das weiß ich nicht, aber das gibt's schon eine ganze Weile. Oh, dann hab ich's überlesen. Haha! Was willst du mit dem Dolche sprich? Und Semper, ist jetzt stabiler oder bist du wieder rausgeflogen? Moin. Hey, Fenrir, grüß dich. Schwer zum Gruße. Schwer zum Gruße. Mahlzeit. Warum ist er denn so leise? Was, ich bin leise? Das kann nicht sein. Doch, bist leise bei mir. Dreh dich mal ein bisschen lauter. Ich hab dich jetzt auf 180 gedreht hier. Oha. Ja, so wird dich auch mal auf 180 bringen, wa? Nein, alles gut. Aber ich habe hier vollen Ausschlag, ne? Also. Dann gehen wir gut, zum Arzt. Für deine Körperhygiene kann aber mein Mikrofon nichts, ne? Und egal. Eigentlich hätte ich heute Urlaub machen müssen, Alter. Ich war gestern so fertig, Alter. Scheiß. Ich hab dir absichtlich nicht geantwortet, nachdem du mir geschrieben hast. Weil ich mir dachte, nee, komm, Digga, ich hab grad noch einen Kater von gestern. Oha, ey, das war übel. Ich war am Auskarren und er war schon wieder Stralle, weißt du? Mhm. Aber sowas von. So, da ist er. So, Senpai hat sich komplett gemutet jetzt so. Okay. Mhm. Entschuldigung. Ja, Senpai, hallo, du kannst Connection bei Robin im Chat am Barbecue bedienen, alles klar. Mach ich, Lailania, und grüß dich erstmal. Ja, die hat heute Spare Whips, Whip-Eye, Mais und noch mehr hingestellt.
Konnte mir gar nicht merken, wie viel war's. Meiche. Robin? Ja, bitte? Das Terraforming hier hinten, ist das irgendwas, was mit dir, was mit A und Vera zu tun hat? Ja, wat, wo bist du denn gerade? Ping mal. Hier ich oben bin ich. Ich weiß nichts von Terraforming. Also ich hatte Mera gefragt, die haben gesagt, die hätten noch gar nicht angefangen. Oh. Ja, aber hier oben, wo ich bin, da ist irgendwie ziemlich viel bearbeitet. Okay. Hallo, Odin. Silber, grüß dich. Könnte es vielleicht auch durch ein Trollraid gewesen sein? Nee, nee. Dass es einfach nur aufgewühlte Erde ist? Auf die Fläche, riesengroße Fläche. Muss ich mir gleich mal anschauen. Ja, Mera schreibt auch gerade, sie war noch gar nicht da. Ich weiß ja, wo es passieren soll, und das ist dann auch so gemacht, dass es euch noch gar nicht auffällt, während es passiert. Das klang jetzt irgendwie kontextlos falsch, oder? Ich bin so aufgeregt, wenn du von Dingen redest, die noch passieren werden. Ja. Ich habe mich auch maximal verarscht gefühlt von dir, ne? Erst schreibst du noch so, ja, wenn ihr irgendwas wissen wollt, ja, dann sprecht mich ruhig an, dann schreibe ich dir und dann kriege ich von dir zu hören, was ab. Nee, wenn ihr was wissen wollt im Sinne von, wo dürfen wir denn jetzt erstmal nicht hingehen und so und nicht gleich fragen, was bauen sie denn? Weißt du, dann kann ich doch gleich schreiben, was sie bauen. Das hast du so nicht gesagt, ja? Ich dachte nur so, der Arsch. Die habe ich gar nicht gesehen. Ja. Ich renne einfach mal mit gezogenem Schwert auf Michi zu, weißt du, hinter ihm Skelette. Mera, ich grüß dich. Herr Mannelik läuft gerade vor den Extremo. Ich hab's heute ruhig angehen lassen, ich hab Dannheim an. Hast du noch so einen Schädel oder was? Alter. Ich hab Rücken. Ich hab heute alles. Schädel, Rücken, Kopf, Glieder, Schmerzen, alles. Und ein Bart. Und ein Bart auch noch. Der ist das Schwerste an der ganzen Sache, wa? So, jetzt. Ja, genau. Oh. Ich treff nicht mal was. So, wo ist der andere? Nimm mal Fenrir bitte Pfeil und Bogen aus der Hand. Nicht, dass er sich noch selber verletzt. Du meinst, ich soll den Pfeil aus dem Fuß ziehen? Genau. wo war das? Skyrim. Nee, Kindsköpfe war das. Ach so. Mit dem Spiel. Nee, Skyrim, ja, wo sie einfach senkrecht nach oben schießen. Skyrim ist ja immer das Schöne. Früher war ich auch mal ein Abenteurer wie ihr. Doch dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Das ist so geil. Was haben wir denn vor jetzt? Wir sind gerade dabei, den Leck des Todes zu beheben, indem wir Bäume fällen, die gepflanzt wurden. Und wenn wir damit fertig sind, gehen wir zusammen zur ersten Silberader, dachte ich mir. Außer die Leute, die heute nicht in die Berge wollen. Da gibt es ja schon ein, zwei Michis, die sich dazu angemeldet haben, dann doch zu Hause zu bleiben und noch mit dem Kai zum Beispiel zu Ende zu bauen bei der Schmiede. Okay. Ja, es kommt halt auch drauf an, wenn jetzt nur drei Leute sind oder so, dann kommen wir schon mit. Ist ja dann doof. Wenn eh bloß 5 Leute auf dem Server sind. Ich habe auch nichts dagegen, wenn wir bloß zu zweit in die Berge gehen, da sind die Wölfe nämlich nicht ganz so hart. Habe ich ehrlich gesagt nichts dagegen. Als ich alleine unterwegs war, da die Nacht um Schieß mich tot, das war easy peasy, mehrere Golems erledigt, Drachen, Wölfe, Fendrings, alles totgeschlagen. Kein einziges Mal gestorben. Sehr langweilig. Haben wir genug Spitzhacken? Nein, aber genug Eisen dafür. Um wenigstens Level 1 zu machen, dass wir auf 7 Spitzhacken kommen. Level 1. Oh, okay. Besser als nichts, ne? Ja. Uno Momento, ich bin gleich wieder da. Da ruft mich gerade einer. Der Herr Sohnematz. Brüllt er schon? Alter, Bier ist leer! Nach ein paar Monaten. Sit down. So, Sinbad, jetzt hörst du uns zwar, aber wir hören dich noch nicht. Dein Mikrofon ist noch gemutet. So, Story. Ich bin wieder. Sorry. Ja, dann gehe ich auch mal Bäume abhacken, ja? Jupp. Die westlich unserer Base sozusagen.
bis die ganze Ebene wieder frei ist. Hier hat mich einer sehr fleißig gepflanzt. Was ist denn hier los? Skelette? Ja, die kommen, seit wir die Bäume gepflanzt haben. Moin! Da hat er schon eine Level 4 Eisenkeule und braucht immer noch zwei Schläge für die Grauzwerge. Wer? Ich? Der Bär, du? Ja. Hier. Aber ist die halt hochskaliert los, sind. Wir sind ja wieder 5 Leute jetzt, ne? Ja. Wenn du allein unterwegs bist, ein Schlag sonst tot. Ja, ja, logisch. Wo hab ich denn das Äxtlein? Da hab ich das Äxtlein. Ja, Leute, doch eine Planänderung. Okay, also wird's vorher so aussehen, dass du das letzte Bier trinkst, bevor du in den Zug steigst. Das ist russisches Roulette. In welchem Zug steige ich ein? Ich habe gerade auch mal an dem Bier genippt. Alter Schwede, das schmeckt eklig. Oha! Dann hast du also richtig einen Kater. Das ist wahrscheinlich jetzt von gestern Abend noch. Ja, das, was ich noch stehen lassen habe, weißt du, den Spuckschluck. Mm. Ja. Das ist dann das, was wieder im Glas gelandet ist und er hat's vergessen. Der hat wahrscheinlich das Bongwasser getrunken. Oder so. Ach ja. Mal die Lehne hoch. Hier. So. Hast du dich gerade ist ein ganzer Baum verschwunden, okay? Ja, bei mir auch. Jetzt ist er wieder da, jetzt kann ich den Stumpf auch entfernen. Hä? Was war denn das jetzt? Also ich habe vorhin auch einen Baum voll auf die Omme gekriegt und keinen Schaden dabei. Na naja, gut, Fenrir hat, glaube ich, stand ungefähr zwischen 10 Bäumen, die gleichzeitig umgefallen sind. Nein, ich hab's aber nicht gesehen, Michi. Ja, ich schon. Ja, super, dass ihr das seht und ich, bei mir ist einfach, ich krieg Schaden und sehe nicht warum, weißt du? Ja, wir müssen diese scheiß Bäume alle wegmachen, das geht so nicht. Weil seitdem ist das eigentlich so, die letzten Dinge war ja gar nichts. Vielen Dank für dein Follow und willkommen im Rudel! Sorry! Scare Rock. Ich würde das lachen, wenn es der Scare aus Ludwigsfelde ist. Ich würde so lachen. Hab nämlich vorhin jemanden hier zu sitzen gehabt, der mit Leuten befreundet ist, die aus meiner Jugend noch sind. Ah, okay, wie geil. Witzigerweise, der Castlevania. Ja. Aus deiner Jugend, dann sind die aber auch schon ganz schön alt. Hallo, hallo, ich grüße dich. Nee, Michi, ich sagte aus meiner Jugend, nicht aus der Entstehungsgeschichte der Welt von Fenrir. Das war jetzt gemein. Wieso? Er macht doch selbst meine Entstehungsgeschichte, Alter. Ja. Die willst du gar nicht wissen. Nee, so viel Zeit habe ich gar nicht. Das freut mich zu hören. Das ist ja auch schon Äonen her. Heute übertreffen wir mich ja doch ein bisschen. Schön. Oh, wie schön, haben wir einen neuen Mobbingbeauftragten. Vielen Dank für deinen Resub im 10. Monat. Alter Schwede, vielen lieben Dank. Krass. Ja genau, das ist eine Vollversion, ja. Garrock. Was, Vollversion, das Spiel hier? Ja, wie, nein, Re-Rising, was man dann gewinnen kann. Ach, machst du Verlosung heute? Ja. Und ja, in den meisten Fällen ist auch Fenrir die Vollversion, ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja, komm. Bär, ich grüße dich, hallo. So, nächster Berserker kaputt. Hier los. Naja, die spawnen halt wieder vermehrt durch den Wald. Mhm. Ja. Und manchmal hatte ich immer so das Gefühl, beim Soloplay damals, wenn ich einen Boss dann doch mehrmals gemacht habe, dass dann halt auch die Random, also nicht die Raids, sondern die Random Mobs, sage ich jetzt mal, die dann manchmal so auftauchen, dass die häufiger werden. Hallo. Oh, oh, Alter, Alter! Fenrir! der spielt Männer-Mitano, ey, mit ganzen Baumstämmen. Ist geil.
Ich denke gerade, ja, was ist denn da den los? Den benutze ich nur nicht, Scare. Ach, Lucy, lass uns doch laut, dann können deine Mitgäste mitlachen. Am besten drückst du jedem noch ein Handy in die Hand, damit sie jeweils noch unseren Stream aufrufen. Ja, ich weiß, was du meinst. Der Edgeier. Ah, Senpai ist wieder da, oder? Ja, hat bei mir ein Gute gesagt. Bin schon ganz Zeit da. Ah, da ist er. Ja, und? Hast du jetzt wieder disconnecten oder geht's? Ganz Zeit disconnect. Boah. Aber auch sehr seltsam. Bei dir. Ja, ich mache ein, zwei Bäume. Will ich fällen. Was? Auf einmal kommen Gegner, die teleportieren sich. Der Baum ist auf einmal weg. Dann liegt der Baum auf einmal. Okay. Hast du mal den Taskmanager aufgerufen nebenbei? Vielleicht ist doch irgendwas im Hintergrund bei dir am Röden und deine Auslastung ist einfach zu hoch. Ich bin in Raw. Habe ich schon alles geguckt. Okay. Alles ist maximal bei 10%. 10% bei Valheim? Ja. Bitte, was hast du für NASA-Rechner da zu stehen? Ich habe Ryzen 9. 32 GB. Arbeitsspeicher, SSD und eben halt die 1050 Ti. Okay. Und auch noch davon abgesagt, ist auch alles von MSI. Von den Komponenten. Also hast du eine Komponentenkompatibilität vom Feinsten, ja. Ja. Na gut, hab ich nicht. Naja, Mixmax ist dann immer doof, ne? Ja. Ja, weil ich baue mir ja eh generell alle PCs immer selber. Wo kam der dann jetzt her? Ja, also die Bäume, das ist echt übel, was hier für Lags sind, Alter. Aber so in der Base geht's jetzt mittlerweile wieder. Also das ist nicht irgendwie so, dass man keine Truhen aufmachen könnte. Mir ist gerade ein Baum auf den Kopf gefallen, aus dem Himmel raus. Also. Ja, wussten schon Asterix und Obelix, irgendwann fällt uns der Himmel auf den Kopf. Ja. Hey, Yggdrasil oben hat einen Ast verloren. Der hat Durchfall bekommen von dem Männertagsbier, was er aus den Wurzeln nach oben gezogen hat. Eieiei. Was für ein Rio ausgepinkelt hat. Moin, ich grüß dich. Ja, stimmt, wenn Fenrir pinkelt, hat Yggdrasil einen Kater. Aber sowas von. Wollen die Wurzeln. Ja. Das ist doch guter Dünger. So, es gibt wieder Schaden auf dem Kopf, wenn man einen Bau abkriegt. Okay, also es stabilisiert sich schon langsam wieder hier. Ja, wir haben aber auch weggehämmert hier. Pineas, ich sag's euch. Wollt ihr denn jetzt schon wieder? Ach, Michi, Mann. Ja. Hör doch mal auf, sei doch nicht mehr so gemein zu mir. Warum? Okay, ich habe kein Gegenargument, mach weiter. Paizen, I have arrived. Yo. Scheiße, jetzt hat er mich. Zum 28. Mal. Senpai, hast du denn das Update die Woche gehabt, das kleinere, was da kam? Oder hast du es unterdrückt vielleicht? Okay. Nee, das hatte ich. Wo sind denn? Wo haben wir denn das Holz? Haben wir dafür jetzt Truhen? Yep. Ja. Die Truhen beim Holzlager sozusagen. Die sind auch schon gleich voll. Holz haben wir nicht, ist aus. Weil ich hatte da ein paar Truhen hingestellt. Ja. Ich habe vorhin nochmal drei gebaut, die sind aber auch schon voll. Ja, kannst die nächsten bauen. Die letzte ist schon fast voll gerade. Und jetzt kommt gleich wieder Disconnect. Jawohl. Was ist da los? Ja, ist Alter Schwede. Keine Ahnung, oben fängt auf einmal ein Blinken, keine Serververbindung. Okay. Ich habe schon Router neu gestartet, PC neu gestartet, Spiel über Steam auf Reparieren gedrückt, aber alles fehlerfrei. Probier mal einfach dich zu teleportieren in unten Portal und guck mal, ob du da auch Disconnect hast. Und vorher setzt du dein Bett mal neu. Reißt es ab und setzt es neu und setzt einen Spawner drauf. Hm. Spirelli, grüß dich!
Aua! Achso, Gandalf, du hast mitbekommen. Nicht Gandalf, du hast mitbekommen, Gandalf ist krank. Ja, ja. Gut, okay. Ja. Der ist doch, der sitzt hier gerade im Modlurk. Okay. Gott, bevor sie es aber gefragt haben, bevor es dann doch irgendwie untergeht und du dich wunderst, wo er bleibt. Du langsam. Nö. Ey, geh weg mit deinem Schwert, hau ab. Wieso habt ihr denn immer alle so Schiss, wenn ich das Schwert zieh? Weil du uns one-hittest mit dem Scheißding. Weil du damit nicht umgehen kannst, deswegen. Zack. Zack. Weißt du, Fendry, wenn du mit dem Schwert rumhantierst, ist es wie bei dir mit dem Vater werden. Ein Stoß, ein Treffer. Ja. Du musst das. Achso, hier, jetzt kann wieder Holz. Den hat er jetzt nicht es kapiert, oder, Michi? Ich er wollte ihn, glaube ich, nicht kapieren. Ja, er wollte ihn nicht kapieren, okay. Das ist ein Idiot hier, Alter. Aus dem könnten wir heute zwei machen. Was machst du denn da? Das nennt sich Torret. Durch ein Portal geht alles wunderbar. Okay. Jetzt, wo du das Bett auch neu gesetzt hast, ne? Hab ich auch, ja. Okay, oh, warte das könnte mal, jetzt entweder am Bett gelegen haben oder daran, dass irgendwas bei dir in den Spieldateien nicht aktualisiert wurde, was hier bei uns in der Base ist. Ich tippe mal eher aufs Bett. Oh, ich habe Eicheln gefunden. Oh, du hast... Okay, ich sag jetzt mal nichts dazu. Ich sagte Eicheln, Mehrzahl. Ach so. Ich wollte dich gerade schon mal Glück wünschen, dass du es endlich wiedergefunden hast. Was denn bei, das hatte ich schon mal bei Oso mitbekommen gehabt, da wollte jemand in der Arena mitspielen und der ist halt ständig disconnected und da meinte, Oso, warte mal, ich setz mal dein Bett neu, setz mal deinen Spawnpunkt neu drauf und ab dem Moment ging's. Mhm. Scheint noch ein etwas älterer Bug zu sein, der immer wieder mal gerne wieder auftaucht, wie es ja oftmals bei Spielen ist, die noch in Entwicklung sind, dass bereits behobene Bugs auf einen Schlag wieder da sind. Siehe Mount & Blade 2. Ja, sowas ist aber kacke, ne, am Ende. Mhm. Hier, Leder. Oh, Papercut von Linkin Park. Nice. Chat, passt denn die Lautstärke der Musik? Die Lautstärke vom Discord ist irgendwas nicht ganz so passend. Soll ich die Fresse halten? Ja. Achso, als Maul. Achso, ich dachte also, gerade schon, Zepel kommt vorbei, will mich schlagen. Nee, Zepel ist bei mir einfach mal und Zepel ist bei mir im Boden. Wenn ja, schon ich hab so wieder Disconnect. Ja, Senpai, ich würde sagen, du schnappst heute eine Karte und gehst auf Schlangenjagd. Weil sobald du in der Base bist, hast du Disconnect. Was denn da los? Keine Ahnung. Alles gut soweit im Chat, sagt Mira. Alles klar, dankeschön fürs Bescheid sagen. Emil Krause donated 5,55 €. Vielen lieben Dank und Servus. Das ist geil. Was ist geil? Was? Wo? Wer? Okay, ich hab gerade das Profilbild von El Spiranza gesehen auf Steam. Ja. Achso. Wie geht's dir? Wie geht's dir, Emil? Da wissen wir ja, wer der Chef ist. Der Chef? Du meinst Mera? Jo! Ah, kannst du haben. Kannst deinen Scheiß selber behalten, ich glaub's hackt. Das hab ich doch noch eingesteckt. Weg. Sag mal, ist überhaupt noch irgendjemand an Bäume fällen oder nicht? Ja, wir sammeln gerade alles ein hier, ja. Okay. Die Birken müssen dann da auch noch weg, wa, glaube ich. Die waren vorher nicht da, so wie es ausschaut. So viel auf einen Haufen. Birken. Achso, warum ich gefragt habe, weil ich keinen mehr von euch in der unmittelbaren Umgebung gesehen habe. Nördlich sind viele, das südlich sind noch viele. Es leckt aber immer noch ein bisschen. Discord hat aber auch gerade einen kleinen Neck gehabt. Ja. So, Valheim deinstalliert, wieder neu installiert. Mal gucken jetzt. Bist gerade aufgewacht, warst so übel gestern, Emil.
Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich das auch so gemacht, ja. Aber warst du schon mittags so blau, dass du nicht so lange machen konntest? Ich habe heute Mittag noch Intos gehabt von gestern, ja. Da waren noch 3,8 drin. Eieieiei. Was gab's denn? Du hast doch nicht in dem Zustand noch Kabel verlegt, ey. Nee. Doch, er findet sie bis heute nicht. Und irgendwann beim auf die Couch setzen, pssst, oh, da ist ein Kabel. Huch. Oh, jetzt bin ich aber wach. Die Donnercouch, Junge. Die hast du eigentlich immer nur, wenn es Bohneneintopf gegeben hat, ne? Jo. Ah, da war auch ein Baum. Jetzt kommt er wieder und fällt genau bei Fenrir. Wenn das... Warte, weg, Junge. Scheiß. Das ist sehr unterhaltsame Arbeit. Ja, aber es muss halt Oma sein, ja? Wenn wir es offscreen nicht mehr schaffen, müssen wir es halt im Stream noch machen am Anfang. Ja. Also wenn du alleine Max wirst, der wahnsinnig. Oh ja. Das war die ersten Wochen, wo wir hier angefangen haben, meine allabendliche Beschäftigung. Und ihr wisst, wie gereizt ich war. Was mich ja gestern schon aufgeregt hat, ich habe ja gestern wieder diese ganzen Suppen und das ganze Zeug gemacht und das kannst du ja nur einzeln machen. Und dann immer so eine Eisenkiste voll. Da bist du 3-4 Ingame-Tage, bis das Ganze fertig ist. Oh, ich hoffe echt, dass da noch was kommt. Ich meine, bei Bronze haben sie es ja auch gemacht, ne? Dass du 5er-Stacks wenigstens machen kannst. 5er-Suppen wäre auch geil. Na, dicker ist doch. Dann können wir ja langsam mal ins Gebirge. Erst müssen die Birken bitte noch weg, damit Semper vielleicht doch noch mitspielen kann, falls das wirklich daran liegt. Ja, dann gib mir mal Kettensäge, dann geht's schneller. Gibt's nicht. Kennst dann du nicht hier rumzustrecken. Motorhacke, Junge, die Motorhacke. Motorhacke, genau. Ich meine, du kannst dich einfach in den Wald stellen und Fenrir beleidigen und einfach mal ausweichen, genau. Wenn er an die Rand kommt. Vielleicht klappt das. Wie 5 Bäume in einer Stunde? Ein Baum in 5 Tagen. Rindindindindin. Was ist das für ein Geräusch? Am besten wäre einfach ein Toilet Raid. Ja. Mit Keule. Das stimmt. Da kannst du nicht mal einen triggern. Ne, der bärtige Troll ist ja heute zu besoffen, um irgendwie aggro zu sein. Ich? Du musst einfach nur mal 3 Knochenwänste beschwören, dann kriegt er wieder 200 der Puls. 340, Junge. Aber ich glaube schon, Leute. Harz, Baumsamen und Federn könnt ihr doch wohl selber wegräumen, oder? Musst du wirklich einen Ankunft sein? Ich steck die halt, dann brauche ich die nicht ständig weglang. Ich schau ja schon, ich habe ja vorhin schon alles gesteckt und wenn dann genug war, dann hab ich's weggeräumt. Ach so. Okay, das macht dann tatsächlich Sinn. Aber ich weil glaub, ich schon dreimal rausnehmen muss, der Ankommenkiste. Immer weg Steine weglegen möchte, dann nehme ich die Sachen da raus. Beschäftigungstherapie. Mhm. So, Axt reparieren? Nee. Oh, ich habe aber noch Edelholz bei, okay. Ah ja, jetzt gehen wir ein bisschen springen, wa, Michi? Daneben. So. Da geht doch mal die Axt durch reparieren hier. Achso, ja, die Pfeile habt ihr gesehen, ne? Ich hab ein bisschen Pfeile vorbereitet, ihr habt. Hat überhaupt irgendjemand gelesen, was ich da reingeschrieben habe? Ja, aber ich hab deswegen nicht in die Kiste geschaut. Ich hab dir einfach mal geglaubt, dass du die wirklich alle da rein hast. Gut, okay. Doch, ich hab reingeschaut. Ich hab sie alle nachgezählt. Ja, das hast du aber auch nur gemacht, weil du eine andere Kiste gesucht hast und wieder nichts gefunden hast. Das ist doch scheißegal, warum ich das getan hab. Ich weiß Robins Mühen zu schätzen, ja? Das sagt er jetzt aber auch nur, weil er schon wieder weiß, dass er irgendwo eine Müllkiste versteckt hat und ich mich hinterher wieder aufrege, weil schon wieder alles unaufgeräumt ist bei ihm. Was? Oder weil er schlechtes Gewissen hat, dass wir im letzten Stream vergeblich in die Berge gelaufen sind und er die einzige Eisenspitzhacke in seiner Bettkiste versteckt hatte. Ja, die Bettkiste, die hatte er im Inventar. Schatz im Inventar. Robin rennt eine Stunde rum, hat jemand noch eine Eisenspitzhacke? Nö, nö. Und mitten im Bauen. Oh, Michi, guck mal, ich hab ja noch eine Eisspitzhacke. Ja, das war der Knaller. Warum nimmt er das jetzt hier nicht auf? Oh, das darf man nicht so eng sehen. Ja, es ist stark am Lecken hier hinten bei den Birken. Ja, die können halt da nicht hin. Ja.
Ja, und teilweise habe ich auch Phantomholz hier rumzuliegen. Ich kann es nicht mehr aufnehmen. Auch nicht mit E und so. Vielleicht sind die Taschen auch voll. Phantomholz, du. Nein. Ja, hier müssen wir unbedingt klar Schiff machen. Ja. Scheint irgendwas mit den Birken nicht in Ordnung gewesen zu sein. Alter! Und jetzt frage ich mich aber auch, was hier hinten terraformt wurde. Und wer das schon wieder gewesen ist, ohne vorher was zu sagen. Das schaut aber eher so aus, als wenn da irgendjemand was anpflanzen wollte. Weil das ist nämlich alles kultiviert, so wie das ausschaut. Wie unkultiviert. Ja, wieder. Ja, aber oben auf dem Fels gestanden ist ja auch kultiviert, also. Das macht irgendwie keinen Sinn. Nein, das habe ich auch nicht behauptet, dass es Sinn machen würde, aber. Hm. Weil, wenn man Bäume pflanzen möchte, dann braucht man A, nicht zu kultivieren und B, auch nicht auf so kleinem Raum. Ja, was ich aber mal festgestellt habe. Ich habe nur was rumprobiert, weil er irgendwas ausprobieren wollte und sich dachte, das kann ich hinterher wieder mit Wiese voll machen. Kann auch sein. Was ich aber mal probiert habe, wenn du einmal nur kultivierst, so ein Viereck und in jede Ecke setzt du einen Sprössling, dann haben sie genau den richtigen Abstand und dann sind die auch nicht irgendwie zu wenig Platz zum Wachsen. Da kriegt man relativ viel auf eine kleine Fläche. Ah, okay. Und was dann leichter ist vom Fällen her. Interessant. Miep, miep. Was liegt hier schon wieder in der Ecke rum? Federn. Echt jetzt? Drängelt er sich vor die Kiste ran? Ich hab dir die Federn abgenommen. Boah, ich gehe immer an die Feuersteinkiste, obwohl ich an die Federnkiste ran wollte. Und jetzt fällt mir an, ich brauche gar nicht an die Federnkiste ran, weil ich habe Baumsamen wegzulegen und keine Federn. Einmal Flowies. So viele Probleme. So viele. Du hast ja auch noch in der Tasche. First World Problems. Hat Deka eigentlich heute schon was gesagt oder ist der noch gemutet? Nee, ihr seid so schön am Reden. Ah, hallo Deka. Servus. Hey, hi. Grüß dich. So. Ich habe aber wieder mal nicht mitbekommen, dass er überhaupt in den Raum reingehüpft kam, weil Streamer-Modus an. Ja. Kriege ich auch immer nicht mit. Die Eiche da, die ist auch nachträglich gepflanzt, oder? Der Eiche. Der Eiche. Die Eiche? Also nicht die Mutter von der Eiche, sondern die Eiche, das Holzding. Naja, ich starte nochmal alles komplett neu. Okay, alles klar. Wieder Disconnect, okay. Ja, ganze Zeit. Keine Ahnung. Dann bis gleich. Ja, bei mir ist die Eiche jetzt auch verschwunden. Der Stumpf steht noch da, okay. Nee, die rollt da den Berg runter gerade. Musst ein bisschen schneller gucken, dann siehst du. Steht da bloß eine Buche liegen, keine Eiche. 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 Mir kommt gerade eine Buche entgegengerollt. Eine von euch. Meine, ja. Lässt du mal den Pfosten in Ruhe? Deine Eiche liegt da unten übrigens. Ja, jetzt sägst du auch wieder. WTF. Jetzt ist sie verschwunden bei mir. Alter, das ist... Nee, die ist genau auf dir drauf. Der Baum ist auch verschwunden, hier gerade einfach vor mir. Und gleich fällt er mir wieder auf den Kopf. Und da ist er wieder, ich hab's auf den Fuß gekriegt, natürlich. Die war die ganze, also ich hab's ja die ganze Zeit gesehen, du hast die ganze Zeit durch die Gegend geschoben, deswegen habe ich sie nicht getroffen beim Hauen. Die war bei mir weg. Ich konnte durchlaufen. Robin? Ich starte den Server gleich mal neu. Hier war gerade so ein kleiner Kerl, ne? So ein Grauling. Mhm. Dem habe ich eine gehauen, dann war er weg. Und 20 Meter neben mir Platz. Was ist da los? Das ist aber normal manchmal, dass es so ein Ragdolling gibt, wenn du sie mit richtig Karacho erwischt, dass sie wirklich beim Boden schlittern und sowas. Das ist nicht bei mir, Mera, das ist der Server. Ich lagge nicht. Seit diese Birken weg sind, ist bei mir jetzt alles wieder normal. Also ich habe keinen einzigen Leck hier in der Ecke hier hinten.
So, alle mal nach Hause? Ausloggen? Ja, oh, Alter. Die liegen wieder unten. Wann das an deinem Update liegen, was du gemacht hast? 140 Sachen einfach hier drin. Das war bloß ein Mini-Patch eigentlich, aber selbst diese Mini-Patches ja, sind ja auch wieder so gefährlich. Da kannst du ja auch wieder irgendwelche Folgebugs geben und alles. Es war noch nicht mal eine Patch-Note dazu zu lesen. Okay. Aber es war diesmal, ich glaube, ein halber Gigabyte oder so war da mal. Das war nicht viel, dabei. Nee. Also wenn überhaupt so viel. Man hat da sowieso schon fast täglich ein Update bei Valheim und welche Mini-Dinger diese machen, wenn du auf der Steam-Beta-Variante spielst. Und das ist jetzt langsam so ein bisschen komisch ist das. Gut, dann geht jeder mal in sein Zimmer, baut sein Bett ab, setzt es neu und setzt seinen Spawnpunkt neu. Möbel. Bett. Wie ringsherum die Baugeräusche einfach sind nice. So, was Spawner ist ersetzt. Einmal pennen alle Mann, wenn es geht. Liege. Ich lieg auch. Jo, ich auch. Jo. Jo, jetzt sind wir am Pen. Nein, er stottert nicht, der ist wirklich so doof. Nein, ich bin am Stand hier. Er hat nur vorgelesen, was da stand. Guten Morgen. Ich meine, weil so an sich jetzt in der Base ist es noch nicht so gefährlich, außer es kommt ein Raid, aber in den Bergen möchte ich so eine Lex nicht haben. Deswegen, jetzt einmal allesamt ausloggen bitte und nicht gleich wieder Bett abreißen, wie ich gerade schon wieder gehört habe. Ich bin raus. Dito. Können wir nämlich auch gleich mal eine kleine Pinkelpause machen? Das war der ganze Grund. Nö, nur ein angenehmer Nebeneffekt. Das dauert ja wieder ein paar Minuten, bis der Server hochgefahren ist. Okay. Jo, und sonst so? Dann gehen jetzt alle nochmal pinkeln, damit wir später wieder durchzocken können. Ja, da bist du. Da bin ich wieder. Ja. Geh ich mal meine verseuchte Frau noch mal ganz kurz. Ja, dass du es auch endlich mal bekommst. Ja. Ja, Senpai, wir sind gerade dabei, den Server nochmal neu zu starten, falls du es nicht mitbekommen hast. Habe ich gesehen bei dir im Stream. Okay. Genau. So. Mache ich ihn erstmal aus. Hey, warum habe ich bei denen schwarze Bildschirme? Was denn da los? Geht doch. Wie? Bei Twitch oder was? Skull zusammen. Skull. Ja, ich hatte bei Fenrir komplette Black Screen gehabt. Nochmal refreshed, ging es wieder. Ja. So, mache ich einmal Datenreparatur auf dem Server. Aber er lädt nichts runter. Also da ist aktuell. Ja, 11.04. war das letzte Update, was? Hä? Kann nicht sein. Aber nee, Server ist aktuell laut Daten hier. Ja. Er lädt nichts hoch weiter, neue Daten. Daran kann es also nicht liegen. Also mach ich bloß nochmal vor, sie ist aber ein Backup. Komisch. Ja, 11.04. war das letzte Update mit neuem Inhalt, ne? Mit den Fenrir-Geschichten. Ja. So. Nee, das war ein bisschen früher noch. Im März, glaube ich, war der. März? Ja. Okay, dann kam am 11.04. vielleicht noch ein Patch dazu, also ein Bugfix oder so. Das war Ende Februar kam der. Okay. Gut, Jungs. Dann renne ich mal eben auf Klo. Und dann. Denk mal, einer Minute könnt ihr dann wieder versuchen zu joinen. Bis gleich. Okay. Ja. Oh. Und sonst, alles klar bei euch. Wie habt ihr einen Männertag erlebt gestern? Ich hab die Hälfte der Zeit gepennt. Ganz Zeit so nur Epic Valheim gezockt. Gechillt auf dem Balkon. Ja, ich auch. Mit 3 Promille im Kessel. Nee, 4,8. 4,8.
doch mal ordentlich. Ja, ja, natürlich. Weißt du, ich mach keine halben Sachen. Ja, halber Rausch ist rausgeschmissenes Geld. Ja. Und da los. Ja. Also ich bin wieder im Spiel drin. Okay. Eka ist auch wieder da. Ja, ich müsste ja auch. Boah, Alter, Mera. Senpai. Ich höre Wasser, aber... Das ist Robins Klospülung. Ach, du spielst nicht, okay. So, bin auch wieder da. Nee, die Spülung war schon mehrere Minuten, bevor er Wasser gehört hat. Ah, okay. Ja, das ist der. Siehst du mal, was das für ein Leck ist? Dankeschön. So, gucken wir doch mal, ob das jetzt ein bisschen flüssiger läuft hier, hä? Schauen wir mal. Aber Simba hat ja schon selber gesagt, mit dem Disconnect, das hat er auch schon vorher bei Red Dead Redemption gehabt heute. Nee, nee, bei Use heute in Valheim einmal gehabt, ach so, aber dann so, ging es. Ich bin ja direkt von Uso Valheim direkt zu euch dann rüber. Okay. Nee, ich kann wieder Holz nicht aufheben. Jawohl, wunderbar. Okay. Können wir schon wieder einloggen? Ja, ja. Also Kistenback habe ich nicht. Dafür habe ich schon wieder angeblich alles kaputtes Inventar. Ja, das war gut, dann läuft es meistens stabil, wenn du das hast. Ja. Das ist das geringere Übel, sag ich mal. Oh, ja, schlecht, scheint Idee, immer noch zu laggen. Was laggt? Es scheint immer noch zu laggen. Wieso? Ja. Ich schaue einen Baumstumpf weg und der geht 3 Sekunden später teilweise erst kaputt. Okay. Nee, überhaupt. Also ich habe wirklich, ich habe gar keine Probleme. Bei mir war auch gerade der Baum einfach weg. Wieder mal. Jetzt fällt er hin. So 10 Sekunden. Der Baum ist gut. Also der Baumstumpf, den ich gerade eben bearbeitet habe, ist instant weg gewesen. Also wie er sein sollte, weg gewesen. Ja. Michi, mal bitte nicht machen. Okay, gut, jetzt ist der Baum schon verschwunden bei mir. Ich kann ihn bloß nicht aufheben. Ich habe ihn aufgehoben dafür. Nee, also ich habe, wie gesagt, bei mir läuft es echt stabil eigentlich. Bei mir verschwinden die schon. Baum ist weg. Ich hau ab, sonst kriege ich ihn wieder auf den Kopf. Robin, geh da weg. Auf da jeden, den irgendwo. Ich draufschlage? Okay, nicht auf jeden. Ah, jetzt, da sind sie wieder. Guck mal. Hä? Was ist hier los? Mikado oder was? Ja, das ist ja... Der Baum weg, explodiert einfach. Das ist unglaublich. Ich würde jetzt mal interessieren, ob das im Solo-Play auch so ist. Ob das vielleicht echt ein Bug ist einfach. Ja. Doch, das bei Kai ist, der kam jetzt als letztes dazu. Nee. Kai war doch schon... Bei mir ist alles schick. Ich habe aber auch vorher keine Probleme gehabt. Ja, sag ich ja, bei mir auch. Hier liegt das ganze Holz rum. Ja, das kann ich nicht aufzimmeln. Semper, wenn du den nächsten Disconnect hast, dann probierst du bitte mal einen Solo-Spielstand. Einfach mal Bäume fällen, wie sich das da verhält. Weil wenn da dasselbe Problem ist, ist es definitiv kein Serverproblem mehr. Nee, also ich hatte es ja schon heute auch Solo gespielt, da hatte ich keine Probleme gehabt. Okay. Aber wenn es bei Ozu auch so ist, und Ozu spielt ja ohne Server, Ozu spielt ja über die normale spielinterne Multiplayer-Funktion. Ja, aber da hatte ich es nur einmal gehabt, kurz. Und dann ging es wunderbar. Eigentlich Disconnect, wieder einfach direkt neu drauf gejoint, wunderbar. Warst du ich vielleicht auch wieder auf irgendwelchen asiatischen Seiten, Senpai? Nee. Pornhub ist doch nicht asiatisch. Vorsicht, Alter! Ich meine, da haben wir ja gerade sowieso keinen Schaden bekommen. Immer hier mir hin und macht den Wald weg. Ja, wir machen gerade irgendwie was weg, was gar nicht mehr gepflanzt war, glaube ich. Au, ist egal, weg damit! Wir brauchen Bauplatz und Holz! Oh, Ausdauer. Hatten wir da wieder PvP an? Jetzt. Sind ja neu connected, also hat man PvP wieder aus automatisch. Ja. Ich kann es auch noch nicht wieder anmachen. Ich auch nicht.
Bei mir ging's. Ne, ich habe immer noch keine Möglichkeit, das anzumachen. Jetzt alles klar, die Möwe war leicht suizidgefährdet, die ist mir die Axt gelaufen. Das macht immer am meisten Spaß. Ja. Manchmal halten die aber auch voll auf einen drauf, oder? Ja. Einmal habe ich es gehabt, da war so ein richtiger Arschloch-Suizid-Move von so einer Möwe. Ich gegen den Level 1er Troll gekämpft, nur noch einen einzigen verfickten Pfeil gehabt. Und der Troll aber auch schon fast down gewesen und so eine Kack-Drecks-Möwe klaut mir den letzten Pfeil weg. Sehr gut. Ja, dann heißt es Nahkampf. Naja, ich war bloß noch bei 5 Lebenspunkten oder so. Ich musste erstmal ein bisschen hochticken lassen. Ja, gut. War noch in der normalen. Auch einfach, lol. Das war noch in der normalen Lederreste-Rüstung. Mhm. Die Lecks auf dem Server habe ich auch ab und zu. Bei mir legt sich das nach der Stunde oder zwei wieder. Nee, Mega, bei uns ist es normalerweise deutlich stabiler. Ja. Um Welten stabiler. Das heute ist wirklich schon Ausnahmezustand. Hä? Wo ist das scheiß Schwein jetzt hin? Das ist tot. Du haust bei mir in die Luft und es ist hinter dir explodiert. Hä? Was zum Geier ist hier los, Alter? Der Knaller. Wollen nicht vielleicht doch lieber eine Runde Among Us spielen oder so? Vergiss es. Among Us, Alter. Können wir gleich Fortnite spielen? Ey, coole Idee. Vergiss es, Alter. Also da spiele ich lieber V-Rising. Ich merke so, warum kann ich das Holz nicht mehr aufheben? Bis ich merke, ich bin voll. Ja, das ist ein Lag. Das ist ein Lag, Senpai. Ich habe ganze Zeit oben links geguckt. Wann kommt jetzt wieder das Zeichen Serververbindung getrennt? Ja. So, bastelt mal ein paar Spitzhacken zusammen, wa? Ja, brauchst ja heute nicht so viele machen. Ja. Naja, wir können sowieso maximal ein Bussi machen. Wir sind jetzt 6 Leute, ne? Ja, aber das haben wir schon wieder welche, oder? Na, eine haben wir. Oder? Hat jemand anders noch eine Eisenspitzhacke? Nö. 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 Das weiß ich gar nicht mehr. Schaut mal, ob Ding noch ist. War es nicht Kernholz? Ich glaube Kernholz, oder? Ja, Kernholz. Ich meinte auch. War mir nicht mehr sicher. Ich würde jetzt erstmal jeweils bloß Level 1er bauen. Ja, reicht noch, ja auch. Weil wir schon wieder mal so wenig Eisen da haben, ne? Wünschelrute auch mitnehmen, hä? Ja, ja. Die habe ich jetzt permanent im Inventar erstmal. Rising macht auch süchtig, schreibt die Ladamia. Ich bin da ehrlich gesagt anderer Meinung. Ich weiß nicht, was mich da abholen soll bei dem Spiel. Vielleicht habe ich zu viel gespielt in letzter Zeit, keine Ahnung. Aber mich holt es persönlich irgendwie nicht so ab. Obwohl es genau sagen, die Elemente hat, die mich normalerweise immer abholen. Ja. Ja, es macht schon Bock. Ja. So, Push Kaffee. Prost. Werd's mir morgen auch mal holen, denke ich. Einfach nur um Kali zu bedrohen, dass ich vielleicht bei seinem Ding mitspiele. Wo ist denn jetzt die Eisenspitzhacke, die in der Eisenkiste gelegen hat? Die habe ich einstecken, die habe ich mir gemobst. Ja, 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 ja. Dann habe ich jetzt noch 4 weitere reingelegt und behalte eine bei mir fürs Abbauen gleich. Also Michi, wenn kannst auch einfach bei der in die Eisenkiste rangehen. Bei der Verlosung mitmachen, vielleicht hast du ja Glück. Mods und Mitwirkende sind nicht von der Verlosung ausgenommen. Nein. Sonst immer. Es gibt auch keine Vorteile für Mods und. Also das habe ich runtergeschraubt. Der sucht halt dann wirklich random einen raus. Also dieser Inventarzustandsbug, der ist ja mal. Boah. Dachte gerade, ich kann ihn umgehen, indem ich die Sachen einfach mal in eine Kiste lege und wieder aufnehme. Ja, kurzzeitig war es so, 2 Sekunden später war wieder alles angeblich kaputt. Also Lalania sagt, falls es mal ein Community-Projekt zum V-Rising gibt, so ist dabei. Siehst du? So, denk ich dann noch die Pfeile auszutauschen. Wohl, Brandpfeile nehme ich mit. Und so weiter. Oh, gut. Ausgeruht ist er hoch, Tränke sind aufgefüllt, Essen ist aufgefüllt. Helm hat er auf, Licht brauchen wir heute nicht in den Bergen.
Ah, wo waren die? Ach, da sind die Wünschelruten. Na, dann warte ich mal unten in der Farm auf euch, ne? Also eine Runde gehe ich mit und danach baue ich die Schmiede weiter. Dass die mal endlich fertig wird. Spitzhacken hat es wo jetzt drüben? Eisenkiste. Mach bis mit dem Rohr nicht nach, sowieso ungesund und teuer. Tür, geh auf jetzt, was ist da los? Was hast du gesagt, Robin? Ich hab's nicht gescheit verstanden. Henry, du musst erstmal den Türklinkel betätigen, ne? Ja. Ging nicht. Ich hab bloß meine Anti-Rauchwarnung ausgesprochen. Robin, hast du drüben, wo die Mine ist, irgendwas Feuermäßiges? Ja. Weil wenn es jetzt hier regnet, ist nämlich doof. Fürs Gebirge Bronzepfeile mitnehmen, oder was? Yep. Ist okay, dann gehe ich halt alleine vor. Ja, ich wurde im selben Moment, wurde ich wieder zurück ins Schloss geschossen. Das ist so geil, das macht so Bock. Die Leute durchs Portal zu kicken. Falsche Taste! Hat dich erwischt? Nee. Ich wollte gerade treten, aber hatte schon die Keule ausgerüstet und hab einen Sekundärangriff gemacht. Ach so, ja, na dann, alles gut. Während du doch eigentlich am Connecten warst hier. Super geil, erstmal ein schönes Pfund gehacktes in die Fresse. Ja, nee, ich hab das Tor erstmal zum Dreiviertel runtergekloppt. Du erfrierst, das ist nicht schön, will ich ja nicht. Ja. Oh, hat jemand Frosthänge dabei? Ich sehe übrigens gerade, ich muss meine Aussage revidieren, ich habe mir doch noch kein Feuer gesetzt. Henry, hast du noch einen Frosttrank für mich? Ah, ja. Dankeschön. Ey, voll nicht dran gedacht, ey. Hey, Alter, ich hab ein Feuer gesetzt, weil Werkbank hab ich ja auch mit. Hier und alles. Aber irgendwie, vielleicht ist es auch kaputt gegangen irgendwie, weil ich hatte noch ein, zwei Drachenangriffe hier. So. Michi hat sich anscheinend schon die Karte aktualisiert, weil er rennt schon genau in die richtige Richtung. Ja, okay, hab ich gestern schon gemacht. Ah, jetzt, mein Gott, Michi! Ja, endlich erkennt's mir einer an. Ah. Oh, das ist Obsidian. Ja. Obsidian immer schon mitnehmen, bitte, wenn ihr irgendwas seht, ne? So, und. Und wie gesagt, es kann sein, dass irgendwo noch ein paar Leichenteile von Drachen und Golems rumliegen, weil ich sie nicht einsammeln konnte. Hier sind übrigens zwei Adern übereinander. Konnte ich mir denken, weil das sah irgendwie sehr komisch aus, als ich es freigelegt habe. Wolf. Ja, Badischer, du kannst theoretisch die Route erstmal weglassen, außer du willst weitere Vorkommen suchen gehen. Da ist der Wolf. Und ein Drache natürlich. Drache. Komm her, Wolf, komm. Ich komm hier, kann ich hoch. So, Bamsle. Boah, warum ist der auf mich getriggert, wenn ihr auf ihn schießt? Oh, ich sollte erstmal die Feuerpfeile verschießen, weil auch so hab ich schon, okay. Irgendjemand piept hier immer noch. Nee, ich hab's schon ausgemacht, sorry. Ja, du und deine Rückparkhilfe immer. Ausrasten. Du und deine Einparkhilfe immer, weißt du? Geht einem auf den Sack. Ich hack auch gleich mit, ich rauch bloß erstmal rüber auf und stehe da bei Wache. Golem, ja. Golem! Ja, das ist doch deine. Ach, da ist er. Das hat genau hinter euch, ich rauch noch Ruhe auf, hab ich gesagt. Herrschaftszeit, da muss man alleine machen hier. Warte doch mal ab. Ich will oben drauf hüpfen und mit der Spitzhacke okay, mit vier Leuten ringsherum macht er mal den schwarzen Blockschaden komplett weg. Alleine war das kein Problem. Ja. Also hier ist Ausweichen Pflicht. Ah, ich muss erstmal wieder ein bisschen hochticken. Was machen hier?
Er setzt ihn hinein. Au! Ich muss mal kurz flüchten. Woo! Was hat er aber gezischt an der Frisur, Junge? Kein Scheitel gezogen, wa? Jo. Falscher. Nein! Ah! Und wer hat's mal wieder nicht überlebt? Tja. Immer das Gleiche. Ich hab's doch gesagt, der Wanstbuff, den hätten wir ziehen sollen. Wir ja. Hätten. Schön, dass ich jetzt noch bekommen habe, jetzt wo ich tot bin. Danke für den Hinweis, Gandalf. Wo habe ich jetzt Fleisch herbekommen und 42 Holz? Na, damit halt mal die 20 voll. Voll gearscht. So eine Scheiße. Ah, nein! Oh! Okay. Was denn, bist du aus dem Bett gefallen und hast den nächsten Tod, oder was? Nee, aber sind nicht Nike aktiviert. Hat jemand von euch noch den Wanstbuff? Ja. Ja. Gut. Und Senpai steht hier in der Küche rum und macht nichts. Doch. Ich muss mich erstmal ausrüsten hier fürs Gebirge. Mal Heilmet mitnehmen, sicherheitshalber. Ach, ich hab vergessen vorher zu essen. Ich habe immer schon seit 10 Minuten dazu stehen, dass Werbung in Kürze beginnt und es wieder richtig toll wird. Danke. Und bitte schmeißt die Steine nicht weg, sondern bringt sie gleich mit rüber, weil sonst malen wir später wieder, dass wir Steine farmen gehen müssen. Ja. Und Würstchen. Aber wenigstens bis jetzt noch kein Disconnect gehabt. Das ist doch schon mal etwas. Immerhin, ja. Ja, ist hier. Rache. Au. Hat jetzt noch irgendjemand von euch einen Eiktier-Buff für alle Fälle? Ja, ich hab einen. Gut, dann hab ich mir jetzt den Wandsbach auch noch auf die Taste gelegt, aber ist erst in 18,5 Minuten soweit, weil ich gerade ja versehentlich ein Eiktier gewirkt hatte. Du hast den Eiktier gewirkt. Oh. Robin? Jo? Bist du noch drüben? Nein. Shit. Wir sollten vielleicht noch Truhen bauen, ne? Jo, liegt hier noch Holz hier rum? Ich hab 42 in der Tasche. Drachen. Irgendwo. Bitte mal erledigen, ich bin unter der Silberader in Deckung gegangen. Ja. Ja. Wo ist er denn? Da oben. Ich sehe nichts. Nee, er hat sich hinterm Hügel versteckt. Gut, dann hol ich meinen Grabstein. Nee, er ist im Hügel, oder? Nee, jetzt ist er ist da reingebackt, ne? Ja. Ja, schade, ist doof für ihn, ne? So, hab mein Zeugs, bin ausgerüstet. Ich zieh jetzt dann mal das Portal Winter, wenn ich dann zurückgehe, weil ich reparieren muss, rauf zur Schmiede. Ja. Weil dann brauchen wir nicht immer ewig hin und her teleportieren, wenn wir reparieren müssen. Jupp. Dann setz ich mal derweil für die Steine und für das Silber setz ich mal da, wo das Portal hier im Berg ist, setz ich mal Kisten. Die Steine nehme ich gleich mit rüber. Aber für Silber brauchen wir auch. Für Silber brauchen wir auch Kisten. Ja, für Silber, aber die Steine gleich mit rüber nehmen sonst. Ja. Wenn man kann, dann mit rübernehmen, ja. Wo klemmten die noch? Überall. Ja, erstmal festgebackt hier drin, geil. Michi, bitte mal weg da. Ja, bin ja schon auf dem Weg. So, drei Kisten haben wir. Hast du gerade noch Steine im Inventar? Ja, habe ich gerade mitgenommen. Achso, weil sonst hätte ich mir noch ein Feuerchen da gesetzt für uns. Das müsste oben ja genug sein, oder? Ja, ich schlag's dir einfach aus dem Berg raus. Senpai, eine Decker sah ein bisschen schmerzhaft aus. Boah, Fendi, Alter, du genauso. Es wäre auch nett, wenn ihr nicht genau meine Schlagrichtung da mit Fallschaden runterkommt. Ansonsten schlage ich euch da versehentlich. Naja, aber Fallschaden ist ja maximal 100 Lebenspunkte, wa?
Na klasse, ja. Und ein Drachen. Alter. Herrschaftszeiten. Die sind aber auch wieder penetrant heute, wa? Wo ist er denn? Hier unten bei uns, hinter dir, Robin. Wo ist er denn? Ich sehe. Hä? Ach, bei Decker da oben. Boah. Wo willst du denn hin, Junge? Bleib doch hier. Jetzt zieht er auch noch Haken hier wie so ein Karnickel. Von wegen Drache. Kaninchen sind das. Der Kaninchendrachen. Vorbei sein. Wenn er raucht, ist es ein Kaminchen. Gott, war der schlecht. Aber ihr habt alle drauf reagiert und das wollte ich. Michi ist heute für die schlechten Jokes, oder was? Nee, dafür habe ich euch beim Zocken. Ich sag mal so an sich ist Michi an sich schon ein schlechter Witz, aber okay. Klappe. 15 Eisen drin, Leute. Wir haben noch keine, Silber meine ich. Ach, hier sind die Truhen. Gucke da. Das ist ja cool. Jetzt braucht noch ein, hat man bitte jemand noch einen einzigen Stein für mich? Ja, hier. Ich kann dir auch noch 58 geben. Einer aber ich hab schon. Genau einen. Danke. Ihr seid umgeben von Steinen. So, haben wir hier auch ein Feuerschirm. Ja, sehr gut. Mal hier noch ein kleines. Ah, ich brauch jetzt mal wieder Holz. Obwohl. Ich kann ja die Leitern abreißen, warum nicht? Steine gleich rüberbringen, oder was? Ja. Ja, wenn es geht, gleich mitnehmen. Da ist schon wieder ein Drache. Senpai. Wir denn die Kacksteine rumliegen. Genau, wenn du rauskommst aus dem Portal geradeaus. Fingerring. Ja. I see. Haben wir schon eine Kiste für Drüsen und für Kristalle? Ja, ich erstmal schmeiß einfach in die. Da ist Fingerring, pass auf, Senpai. Nachts im Gebirge ist halt auch lustig, ne? Du erfrierst schon wieder. Da los. Robin baut ein Dixie-Klo. Der ist, glaube ich, auch ein bisschen verpixelt. Verbuggt, der Junge. Haben wir irgendwo noch Gürtel? Ach, schon gut. Gürtel? Ja, schon gut, ich habe ja einen, sorry. Er muss halt anziehen. Wenn du verlierst, dann bist du aber echt komisch. Ja, ist ja gut. Mann, ich habe doch nur gefragt. Wölfe. Wölfe. Golem! Komisches Spiel. Wenn jetzt noch jemand sagt, Big Titty Nerd, dann bin ich dabei. Roll? Weil heute ist ja wirklich alles im Angebot hier. Der eine schreit dies, der andere schreit das. Warum snappt das jetzt nicht? Ah, jetzt. Da! So. Toll, was hast du vergessen, Robin? Wir werden noch mit dem Rauchabzug. Oho, ist das hier der Darkroom oder was? Nur ohne super helles Licht und so. Ja, genau. Ah, der war doch gut, oder? Der war doch gut damals. Ach ja. Der war so schlecht, dass er schon wieder gut war. Obwohl ich gestehen muss, noch besser fand ich dieses kommt mal alle her, ich habe was ganz Wichtiges entdeckt, renn mal da gegen die Scheibe. Ja, dong. Dong. Das Geräusch war gut. Das war klasse. Das war mein Lieblingsgeräusch, so wie das bei Michi hier bei Valheim mit den Gittern ist, wenn du so abbaust. Ja! Da freut er sich immer, das ist geil. Kling, kling. Bing. Wolf hinter dir, Fenrir. Oh. Level 1er. 2. Oh, ich komm hier nicht weg, Jungs. Au. Oh. Ich hab noch ein HP, Alter. Ein. Wow. Einen ganzen? Ein bisschen. Ein. Wow. Ah, was? Ich war am Springen, Mann. Mistvieh. Oh.
Rache! Oh. Robin ist tot. Schon der wieder? Im Sprung hat der mich gebissen und gekillt. Ich hatte bloß noch 25 Lebenspunkte, weil der Level 1er durch meine Rüstung und mein Schild durchbeißt. Mit 50 Schaden. Michi, mach du mal. Nein. Was? Alter! Leck mich doch am Arsch, du blöder Kacker!